Ich freue mich halt wahnsinnig, wenn die Jungs auf dem Platz sind und wenn sie guten Fußball spielen und wenn sie sich dann belohnen dafür. Und das war halt auch der Ärger in der Vergangenheit, dass wir sehr, sehr viele Spiele hatten, wo wir richtig guten Fußball gespielt haben und uns nicht belohnt haben. Und darüber ärgerst du dich halt. Und ja, da war die Erleichterung im Prinzip für die Jungs, dass sie auf dem Platz alles dafür getan haben, das Spiel positiv für uns auch vom Ergebnis zu gestalten. Und die Mannschaft hat sich da in dem Moment belohnt und dafür habe ich mich halt am meisten gefreut. Und sie wissen aber auch, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Sie müssen halt viel dafür tun. Das haben wir auch gelernt in der Vergangenheit und ich hoffe, dass wir in Düsseldorf da weitermachen können, wo wir jetzt auch gegen Braunschweig aufgehört haben, weil das wird uns halt einiges abverlangen in dem Spiel. Und wie gesagt, Düsseldorf ist eine sehr heimstarke Mannschaft und zudem noch ein Bundesliga-Absteiger mit einer großen Qualität in ihren Reihen und das wird ein schweres Spiel für uns. Jetzt haben Sie ja auch mal den 1. FC Köln trainiert. Ist das für Sie was Besonderes, gegen Düsseldorf zu spielen? Ja, also ich habe ja in der Jugend in Leverkusen gespielt. Ich habe in Düsseldorf, bin ich Profi geworden, habe 4 Jahre für Düsseldorf gespielt und habe im 1. FC Köln trainiert. Also ich habe im Rheinland so ziemlich alles miterlebt und habe da auch für Fortuna sehr große Emotionen, weil meine Bundesliga-Karriere da gestartet ist. Aber klar, jetzt bin ich für Darmstadt hier Trainer und jetzt werde ich alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen. Dafür bin ich einfach zu ehrgeizig.